Mehr als 800 Jobs speziell für Menschen mit Behinderung hat die Jobbörse Career Moves in der kurzen Zeit seit ihrer Gründung vermitteln können. Ein toller Erfolg, doch kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Schließlich können wir alle durch einen Unfall von heute auf morgen körperlichen Einschränkungen unterworfen sein. Daher ist es weiterhin nötig, Bewusstsein zu schaffen für richtigen Umgang auf Augenhöhe zwischen Menschen ohne und mit Behinderung. So Career Moves Gründer Gregor Demblin. Insgesamt sind in nur einem Jahr, nämlich im Jahr 2010, 8.557 Menschen nach Arbeit, Freizeit oder Verkehrsunfällen mit einer bleibenden Behinderung geblieben. Und das bedeutet, dass statistisch gesehen die Zahl der Menschen mit Behinderung ständig wächst, nämlich dass jedes Jahr eine von 100 Personen aus der Bevölkerung einen Unfall erleidet, bei dem er oder sie behindert bleibt. Langsam aber sicher setzt sich in der Wirtschaft die Tendenz durch, Menschen mit Behinderung als vollwertige Arbeitskräfte und potenzielle Leistungsträger wahrzunehmen. Christoph Mondl vom ÖMTC. Behinderte sind, wie schon gefallen sind, Arbeitnehmer wie alle anderen Arbeitnehmer auch und sind oft sogar motivierter als andere Mitarbeiter, das muss man auch sagen, und sehr loyal. Der Fürsorgegedanke gegenüber Behinderten ist zwar gut, aber nicht alleinseligmachend, wie Nationalratsabgeordnete Helene Jamer verdeutlicht. Auffallend ist in meiner Tätigkeit bislang, dass wir diesen Fürsorgegedanken in unseren Köpfen haben. Auch im Club, bei meinen Kollegen. Wir machen etwas Gutes für dich. Wir haben eine Einrichtung gebaut, ein Heim für dich. Behinderte Menschen möchten vielleicht auch etwas anderes haben, möchten selbst bestimmen und selbstständig sein, wie sie es haben möchten. Genau genommen hat ja jeder Mensch mit Einschränkungen zu kämpfen, findet Coach und Moderatorin Constanze Hill. Behindert ist jeder ab und an, was jetzt? Weil ich glaube ganz einfach, den einen behindern seine 20 Kilo Übergewicht, den anderen die Scheidung, die er vor sich hat, dem dritten, dass seine Tochter kein Wort mehr mit ihm redet, den vierten, dass in der Arbeit gemobbt wird und der fünfte verliert durch einen Unfall leider sein Augenlicht oder mehr und beim sechsten hat die Mutter Krebs. Das heißt, wir alle tragen unsere Lasten mit uns. Grund genug, in Menschen mit Behinderung nicht in erster Linie die Behinderung zu sehen, sondern den Menschen. Oder in den Worten von Gregor Demblin. Das ist ja das Hauptziel, das wir dabei haben, dass Normalität gewährleistet ist im Arbeitsalltag und dass Menschen mit Behinderung eben wirklich als ganz normale Leistungsträger gesehen werden. Geschafft haben wir es dann, wenn Career Moves überflüssig wird. Das heißt, das Ziel ist unsere Selbstauflösung und daran arbeiten wir intensiv. Wie weit wir auf dem Weg sind, kann ich schwer sagen. Also gesellschaftlich tut sich zwar einiges, aber bis alle Vorurteile wirklich ausgemerzt sind und bis Menschen mit Behinderung als ganz normale Leistungsträger gesehen werden, das werden wir allein wahrscheinlich gar nicht schaffen, sondern da wird es viele, viele ähnliche Projekte brauchen und das ist einfach eine Gesamtanstrengung, die sicher noch Jahre und Jahrzehnte dauern wird. Wenn Sie mehr über Career Moves wissen möchten, riskieren Sie einen Klick auf www.careermoves.com.